So, hier sind wir jetzt auf dem Weg zum Kottenforst, oder wir sind im Kottenforst, aber wir sind auf dem Weg zum Cage Paarforstjagd im Kottenforst. Hier ist verdammt viel weggeholzt worden, meine Güte. So, da geht's weiter. Ich glaube, es sind noch 2 Kilometer oder so. Bis gleich. So. Ich weiß nicht, wievielte Pappbecher das ist. Aber müssen die Leute alles immer wegschmeißen. Mann, Mann, Mann. Wo ist das Problem, das Ding mitzunehmen? Vorne kommen auch wieder welche. So, von der ganz hinten bin ich gekommen. So. Achso, warum ich jetzt hier hingehe, das ist mein Cage und den muss ich ein bisschen erneuern. Denn die letzten Finder haben bemängelt, dass der ein bisschen nass ist, das Logbuch feucht ist und so. Also habe ich mich auf den Weg gemacht und werde den jetzt mal ersetzen. Ich hoffe, ich finde ihn selber noch. Okay, bis gleich. Ciao. So, ich nochmal. Und zwar ist mir gerade eben das hier aufgefallen. Man sieht es ja immer öfters hier, diese Röhren, die um die Bäume drumherum sind. Ich habe immer gedacht, es wäre eigentlich, um damit die Tiere da nicht dran fressen oder so. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, aber der andere Grund ist, denn dass die Feuchtigkeit in diesen Röhren kondensiert, die die Bäume aus die Pflanzen abgeben und dann zu Boden sinkt und die Pflanzen das wieder aufnehmen können. So habe ich es mir erklären lassen, ob das jetzt so ganz so stimmt, wie ich das jetzt wiedergegeben habe, aber das ist der weitere Grund. Da es also trockene Sommer gibt und so, dass da ein bisschen Feuchtigkeit quasi gespeichert, gesammelt wird und zu Boden geht. Ja, ich habe immer gedacht, das wäre nur für die Fressattacken der Tiere. Okay, gut, das war es eigentlich, was mir gerade eingefallen ist. Bis später. Am Wegesrand habe ich auch noch ein paar Bienenvölker gesehen. Schauen wir mal, was in Bewegung da ist, mal ganz vorsichtig. Aber ich denke mal, es sieht leer aus, da tut sich nichts. Gehen wir auf der anderen Seite. Das hier sind die Fluglöcher. Die Gitter sind dafür da, damit keine Mäuse und so da reingehen. Aber wie man sieht, hier ist keine Bewegung, hier tut sich nichts. Okay, dann lassen wir die mal wieder in Ruhe, dann gehen wir mal wieder weiter. So, jetzt sind gerade keine Leute mehr da. So, der Cage liegt nicht mehr da, wo ich ihn deponiert habe. Und zwar ist er hier. Bin ich mal gespannt. Aha, das ist also nur der Deckel. Nur der Deckel ist noch da. Der Cage ist weg. Ah ja, da liegt die Dose. Gut, die war kaputt.
Wie man sieht, ist da ein Loch drin. Gut, das kann natürlich jetzt auch durch die Gewalteinwirkung sein. Aber Logbuch alles weg. Vielleicht finde ich das noch hier irgendwo, aber gut. Da würde ich sagen, verstecke ich die neue Dose an einem anderen Ort, auch nicht an der alten Stelle. Ich werde mir was suchen. Gut, bis später, ich melde mich. Ja, die Kinder wieder. So, da hinten irgendwo ist der Cage. Aber wie man hört, ich wollte eigentlich noch filmen, wo der genau ist. Aber da kam halt Family. Zwei Erwachsene, zwei Kinder. So. Ja, hier ein kleiner Weiher. Aber jetzt muss ich euch doch gleich mal was fragen. Ich würde doch mal gerne wissen, was das ist. Moment. Ich zeig's gleich mal. Ich muss gucken, ob die Leute da weg sind, sonst soll ich die mit auf dem Bild. Das wollen die wahrscheinlich nicht. So, ich glaube, jetzt geht's. Das kann ich immer rüberschwenken. Und zwar, was ist das? Speziell die Frage für den Kanal Ein Mann im Wald. Was ist das für ein Abszess? Das ist ja Wahnsinn. Eine riesige Beule. Wahnsinn. Naja. Ist aber auch die einzigste Beule da. Ansonsten hat er nichts, nur das da. Sieht ja schon fast richtig gruselig aus. Okay. Und wenn man da geradeaus reingehen würde, von hier geht es aber nicht. Das ist irgendwo, irgendein Grab ist aus dem Krieg. Ich muss dann, vielleicht, wenn ich dran komme gleich, dann gucke ich mal. Dann filme ich es noch, weil ich war schon mal da. Aber da hatte ich nichts zum Aufnehmen. Mal gucken. Jetzt warte ich noch, bis die Family weg ist und dann schaue ich mal, ob ich da hingehen kann. Weil ein bisschen arg modderig und ja, schauen wir mal. Bis gleich. So, jetzt bin ich hinter dem ehemaligen Pferdestall für diese Parforce-Jagd. Da ist einmal hier der Baum im Gedenken an Hanno Ottmann. Und wenn ich jetzt an der Seite vorbei gehen würde, ich weiß nicht, ob man das von hier sieht, weil da kann ich momentan mit meinen Klamotten, die ich jetzt anhabe, nicht hin. Aber ich hatte eigentlich nicht vor, dahin zu gehen. Deswegen, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Nee, kann man nicht sehen. Also irgendwo da hinten ist ein Grabstein. Okay. Vielleicht ein andermal. So, jetzt mache ich mich wieder auf den Rückweg. Und dann sehen wir uns spätestens am Auto nochmal. Da hinten ist das Haus. Wer das nicht weiß, Parforce-Jagd, hier wurde früher gejagt und dort wurden die Pferde getauscht. Wenn die kaputt waren, dann traf man sich da, Pferde getauscht, dann ging die Jagd weiter. Und natürlich auch ein Päuschen zu machen. Die werden sicherlich auch nochmal was, vielleicht was gegessen haben. Also. Ja, so, Meckenheim 4,1 Kilometer, mehr 2,7. Ah, jetzt kommen die ganzen Nachrichten. Radfahrer sind hier auch. Ja, und dann kommen wir jetzt mal hier hin. Da gehe ich jetzt aber jetzt nicht rein. Das ist ein Baum. Ich weiß nicht, ob man das hier lesen kann. Ist schon ziemlich duster geworden. Müsste vielleicht mal Standbild machen.
Prinz Wilhelm von Preußen zum Andenken an die im hiesigen Revier genossenen Weidmannsfreuden aller Höchstgen eigenhändig gepflanzt. Jetzt kann ich aber keine Jahreszahl lesen. Wie von Ho. Nee. Kann ich nicht lesen. Da steht da. Komme ich da hin? Moment, schauen wir mal. Könnt ihr es lesen? 18. Juli 1879. Da ist dieser Baum angeblich gepflanzt worden. Und der sieht nicht mehr gesund aus. Oh oh. Naja, mal gucken, ob der im Sommer vielleicht wieder was wird. Aber naja. So, jetzt aber noch wirklich ab nach Hause. Oder erstmal zum Auto. Dann gehe ich diesmal den anderen Weg. Weil jetzt haben wir denselben Weg laufen, ist ja langweilig. Ah, dunkel wird es auch. Ich habe keine Taschenlampe, nichts dabei. Und schauen wir mal, ob ich es noch rechtzeitig schaffe. Ach, das ist rechtzeitig, ich habe Zeit. Also, wenn ich noch was Interessantes unterwegs finde und das noch heil genug ist, versuche ich es noch aufzunehmen. Okay, bis dann.